Hallöchen, jetzt geht's. Schön, dass du reinschaust bei Starfield. Creations sind da. Mach deine Abenteuer in Starfield mit Creations noch besser. Entdecke neue Inhalte von Bethesda. Und talentierten Content-Schöpferinnen aus der Community oder weiter. Kauf dir. Was? Ich habe Starfield Premium Edition? Bis? Hab ich eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Glaub nicht. Hä? Löse deine Credits ein und wirf noch heute einen Blick in die brandneue Creations Menü. Was ist das? Ja? Das Herunterladen von und Spielen mit Creations unterliegt unseren Nutzungsbedingungen beim Spielen von Creations. Was? Was? In-game Shop? Oder was? Hä? Ich. Keine Ahnung. Schauen wir uns irgendwann mal an, vielleicht. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. So, ich mach mal. Ich lade einfach mal. I. So. Turm trifft König. Aha, das ist eine Mission. Anscheinend sind wir in einer Mission unterwegs. Oh, jetzt muss ich schon wieder lesen. Was ist los? So. Mission, wo waren die hier? So, Turm trifft König. Ich soll UC Commander Kipwe. Kande auf der Vigilienz Meldung erstatten. Okay. Dann machen wir das doch, oder? Wo ist die? Ich glaube, wir haben diese Undercover-Mission. Ne, ist falsch. Angefangen. Karte? Karte? Zurück zum System jetzt. Okay, da müssen wir hin. Phobos, ne. Hä? Ja. Dann fliegen wir jetzt mal dahin. Keine Ahnung. Ich schätze, wir sollen dahin. Ach, das ist das Megaschiff hier. Bekommen wir das am Ende? Dürfen wir das haben dann? Ich muss da andere, glaube ich. Ach, die Sequenz kann man nicht überspringen, da war ja was. I find the interior of this ship comforting. Okay. Captain, greetings. Okay. So, hier. Ich laufe wieder so hektisch, warte mal. Kann ich nicht. Irgendwie konnte man noch. Ah ja. I saw one of the ensigns get an Alpha Centauri from Officer Petrosian the other day. The man takes his job very seriously. Ich will hier mal langsam durchlaufen, nicht dass ich hier. Man muss ja nicht alles so abhetzen immer. Okay. Hallo. Ja, hallo.
Ich Hallo zu dir sagen sollen? Nee. Du stehst doch da bloß Wache. Ich kann doch nicht jede Wache hier grüßen. Commander Ikande ist so decorated, you could play a game of checkers with all the medals on his chest. Okay. Random Informationen von der Seite reingeworfen. You have permission to speak freely. We got the message from the Regana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate port, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. That's something we're looking into. But it doesn't seem like he knows much. He might be better served as bait. For now, we'll keep him in the brig. Perhaps you could pay him a visit there sometime? I'm sure he'd be pleased to see you. Muss ich dazu noch was sagen? That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices. Just remember not to lose yourself in the part. We did our best not to cross the line, but the more we do, the more we risk exposing the deception. Oh, one more thing before we move on. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. They are mercenaries for hire. If they are paid enough money, Ecliptic would attack the Vigilance. It wasn't terribly difficult to convince them to attack an isolated Crimson Fleet ship. Just expensive. But a gamble that hopefully paid off. On that note, how did things go with Neva? Were you able to join the fleet? Soweit ich mich erinnere, hat das geklappt. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Searsha was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on her good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Hey, was weißt du über sie? The woman has a record that could stretch across Seoul and back. She started young as one of Neon's street rats and worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. Yes, you pass your first test and you're still alive. But before we get too confident, that either means she suspects nothing or she intends to make an example of you later. Just remember, these are ruthless criminals, so don't let your guard down. And their ruthlessness is only surpassed by their cunning. You should proceed with caution, regardless of how well you think you've ingratiated yourself. So what's next for you on Neva's agenda? Könnte sie jetzt anlügen, aber hilft uns das irgendwie? Nee. Excellent. If you're heading to the Key, I assume you'll be meeting Delgado soon. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. What is there to know? He is pirate scum, like all of them. Exactly. The Crimson Fleet is not a monolith. Any information you have on its members can only help. In any case,
Now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the quay. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Das heißt, wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Aber ist vielleicht nicht verkehrt. Wir sollten dran denken, unser Schiff ein bisschen aufzumotzen, bevor es irgendwie da zu dieser Raumschlacht kommt. Ich denke mal, je nachdem, wie wir uns entscheiden, wird es später zu einer Schlacht kommen. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt renne ich aber doch ein bisschen. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your... So. Einmal abdocken. Könnten wir so einen Kreuzer hier übernehmen vielleicht? Ich würde gerne... Oh, die fliegen weg. So, die Waffen. Ich hoffe, diese Einstellung bleibt mal bestehen. Sind die jetzt gerade weggeflogen? Nee. Irgendwas anderes ist weggeflogen. Kann ich das vor mir nicht einfach? Doch. Nee. Das ist was anderes. Jetzt kann ich diese Schiffe hier nicht auswählen. Doch. Mhm. Rang 18, was haben wir eigentlich? Klasse A. Steht das hier irgendwo? Nee. Ist das die Stufe des Piloten? Hm. Keine Ahnung. Okay, dann zur Mission. Huch. Was? Ach, ich habe das Mausrad bewegt. Wenn ich es klicke, tue ich aber auch einen draus. So, okay. Mission. Da sollen wir hin. Kurs festlegen. Unerforschte Route. Achso. Das heißt, ich muss jeden Sprung einzeln machen. Na gut. Ach, warte. So. Switching over to standard engines. Sucker off. Schiff. Sternstation. Schiff. Sollen wir zum Schiff schauen? Mal schauen, was das ist. Wir könnten es, glaube ich. Ja, manche Schiffe kann man übernehmen.
Also wenn wir die Stufe haben, das zu übernehmen, das ist immer die Frage. Und dann müssen wir es aber auch... Partykreuzfahrt. Hä? Annehmen? Was zum... Was? Oh, ich... Nein, ich... Hätte nur ein... Ich hätte nur einmal kurz E drücken sollen, ne? Nicht aufstehen. Oder? Ah. Was wird denn gefeiert? Ja klar, dann gehen wir mal rüber. Mehr drüber, oder? War das hier sonstiges? Mission? Aktivität? Ja, das hier. Andocken. Bin gespannt. Sun. Howdy. Das ist echt eine Party hier. Ich schaue mich immer ein bisschen um. Plenty to drink. Not enough to eat, though. Oh. The music on this ship is a mood. Tänzer? Tänzerin? I give this party 5 stars. Look out the cock. Ups, das wollte ich nicht. You might even see him. Hey, ich dachte schon. Ah ja. Any ship could be a party cruise. I'm sure you'll find more of us out there. They say alcohol isn't as good in space. Ist das Diebstahl? Whoa. Music like this anywhere but here. The best part about leaving the gravel. I'm loving this beat. Clean up the mess. Okay, es gibt relativ viel zu klauen. Partygast? Diesen Partygast? Oh, hello there. Happy shopping. Kann ich Zeug verkaufen? Verkaufen aus der Front, ja. Ah, habe ich anscheinend gar nicht mehr so viel drin. Okay, da anscheinend haben wir uns schon mal entleert vor einer Weile. Okay, na lassen wir mal. Yes?
All right, then.